Achtung, lachhaft. Das nun folgende Video könnte verstörend und noch sogar schlachhaft und peinlich für die betroffene Person sein. PS, trotzdem viel Spaß. Servus und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play. Ich wurde von einem Abonnenten gefragt, ob ich nicht mal ein neues Projekt anzocken kann, und zwar Penumbra. Gut, habe ich gesagt, werde ich machen. Ich habe jetzt, wir haben heute den 12., werde ich die Aufnahme anfangen. Wird morgen abgeloadet, also am 13. Ich denke mal, dann, wenn ihr das Video sieht, ist jetzt der 13. So, und jetzt wird sehr wahrscheinlich den Freitag, Samstag und Sonntag bei mir erstmal nichts kommen. Aus dem Grund, weil ich bin auf der Games Convention jetzt am Wochenende. Ich bin Samstag mit einem Freund von mir da und am Sonntag bin ich als YouTuber da. Also am Sonntag bin ich auch anzutreffen. Ich denke mal zwar nicht, dass das jetzt besonders wichtig ist, dass mich nicht sehr viele kennen. Aber egal. Ich werde dieses Thema nochmal am Ende der Sendung ansprechen. Also viel Spaß mit der Folge. Penumbra. Here we go. So, wir fangen an mit Penumbra. Start the game. It all began a week after my mother's passing, and I thought that I couldn't be in any worse emotional state. That was before the letter dropped in my mailbox. It was supposedly written by my father. Also, ergo kurz und klein, er hat einen Brief gefunden in seiner Mailbox. Ist natürlich heutzutage modern. Wir haben schon mal alle Briefe in unserer Mailbox. Pressing the R key will make it easier for me to interact with objects in this world. Der bringt ja gar nichts. Gut. Wir ziehen erstmal alles auf. Da diese Welt sehr detailreich ist. Oh. I added a glow stick. G to my inventory. Tapperator öffnet die Scheiße. Gut. Oh, das ist ja auch nichts. Oh, oh, wir haben auch eine Flashlight. Da ist ja überhaupt gar nichts drin. Wofür soll ich. Ah, ah. Notebook, ja, auf N öffnen, auch Pillen. Also spielen wir ein Drogensystem, das ist schon mal sehr interessant. Was ist das? Dynamit. Seems a little old, but it still works. An Explosion. Oh cool, wir haben Dynamit gefunden. Wir sind anscheinend ein Sprengmeister. Scheiß. Tastaturfelder. Gut, auf N. Letter from work. I do not know why I'm writing this down. Perhaps I want to leave it as final message in trees. I don't know which turn or maybe it's a way from me to deal as a Drogon. With the terrible things I have experienced during the last hour, 1 hour ago, all hell broke loose. The lights went out and all the strange things started happening. We have never really seen anything that has been going here, but they must have some horrible activates. The things appeared. When we're not of this world, as a world, Minecraft, something took my brother and my father's steel in the back, please. I just cannot leave him behind, and when I'm done writing this, I will go back for him. Do not know how we will get out of here. Thugs, the handle on the door have no grip. Outside has jam and purpose for my father. Hello, father. No, it's another way. To be safe from the things in the darkness, I'll change the code 123 here for the door to 1993. 04 Matthäus ist mein Geburtsdatum. Now I am going back to search for my father. I hope he's still alive. I hope he's still alive. Was ist denn da los? Ich habe keine personalen Nachrichten. Also, das ist mein Geburtsdatum 1993. Sesam, öffne dich. Saving. Saving, es ist so hell hier. Ah, ist schon besser. Es ist angenehmere Grafik. Kann ich überhaupt denn rein? Was ist das da? Oh, guck da, ein Schlüssel. Oh. Ja, wie jetzt? Oh, das ist ja richtig episch. Its malfunction seems the panel is using electric magnets to attach itself to the door. Also es sieht aus, es hat jetzt eine magnetische Funktion und sobald wir keinen Strom haben, können wir es auch nicht an diesem magnetischen G-Punkt festmachen. Gut, drauf geschissen. Wir müssen den Generator... The door won't open. Seems like there's no power. Also ob aus dem Power sich auch keine Power hinterlassen hat. Nein, wir müssen anscheinend allen Anschein nach den Generator suchen. Oh, eine Brechstange. Oh, ist das richtig creepy. Episch. Also so eine gute Tür habe ich selten gehört. Die müsste mal dringend geölt werden. Da muss man den Hausmeister von der Bude hier Bescheid sagen. So, also Stromkasten. Kaution. Ist das ein Chinese?
Entschuldigung, die Worte der Chinese. Chinese. There's no power. The door, so it won't open, however, is a little gap. Perhaps I can be open it. Du brauchst einen Brechstange. Oder? Drauf geschissen. Ich hatte recht. So. Oh. Oh. Geh mal weg, Pappkarton. Oh. Ich will die Dose haben. Was ist das? Uah, Cola Soda Diät. Uah, geh weg. Hau ab. Wäre ich wenigstens ein Monster Energy Drink gewesen, hätte ich ihn auch genommen. Oh. The door likes the order, but there's a slot for passage card. I want to set any code and put unless I have a passage card. Also brauchst du eine Passagierkarte. Wenn du kein Flugticket hast, kommst du da nicht rein. Hm. This is decent mies. Und das Spiel ist noch so ver... Dose! Was machst du hier? Ich hab dich doch oben abgestellt. Komm, geh mal wieder in die Ecke. So. So. Ja, du musst bei diesem Spiel wirklich suchen wie ein Bekloppter. Ich habe... Was ist das? Ratti. Ratti Karatti, Mann. Oh. 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 Da scheißen die auch alle anscheinend rein. Ist dezent ekelhaft. Was ist das? Ist das ein Katzenschwanz? Macht jetzt Cosplay. Das war jetzt gerade nicht die Schublade, oder? So, nochmal Dynamit gefunden. Ich nehme meinen Freund den Stuhl mit. Weil, wenn was kommt, blockiert mein Stuhl wenigstens. Ja! So. Oh. Das sieht bis jetzt richtig interessant aus. Ja! Das war so... Oh! Ich konnte nicht belieben, Stefan, dass... Oh, da lang was. Oh! Oh, was ist das denn? Fahler Relief. Die Pille auch für die Notfälle. So. So, Regal mach ich mal vom Acker. Oh. Oh, oh, da ist mein Meierbecher. Brauche ich jetzt gerade nicht. Die Bibel. Boah, zu dicker Wälzer will ich nicht lesen. Wo ist das? The can seem contains some fool. Oh, smell of old rubber and with metal hoods. Also, es sind Metallhüten gemacht. Es ist irgendwas zum Heiben. Geh mal weg, Regal. Blockierst mir den ganzen Weg. So, ich mache mal wieder zu. Wenn der Hausmeister sieht, ich war nicht gewesen. Ihr könnt es bezeugen. Und ich sollte mal wieder aufstehen, weil in so einer Blowjob-Position wollte ich nicht gerade bleiben. Wisst ihr's? So ist wie ein Generator. Seems I'm out of luck. This generator has clean up news for several years. There's no way I'm getting it started. Es sieht aus, als hätten wir kein Glück. Dieser Generator sieht nicht funktionstüchtig aus. Und als ob er jahrelang nicht benutzt worden ist. Es gibt keinen Grund, warum man starten sollte. Warum soll ich den da anmachen? Experten! Der läuft! Der Generator will nicht starten. Willst du mich verarschen? Er nie zum Feind zum Fool, Void. Keine Sorge, Benzin haben wir gefunden. Da soll es nicht mangeln. Jetzt läuft die Scheiße noch aus! Damn! The gasoline poured out on the floor. There seems to be a hose missing. I need to find one before I can pure the gasoline. So, verdammt, das Benzin ist ausgelaufen. Gut, das ist uns auch ausgefallen. So, wir brauchen eine Leitung, ein Hose, was vermisst wird. Wir müssen erstmal einen Steckbriefen suchen, damit wir es daran befestigen können, bevor wir Benzin wieder reinfüllen können. Gut, wir haben gerade eben einen Horst gefunden. So, ja, aha. Und welcher Idiot hat es weggenommen? Das war nicht die Schweizer. Ich habe den Generator mit Benzin vollgefüllt. Ich hoffe, er funktioniert. Ich drücke mal den Startbutton.
läuft! Er läuft! Ich hab's geschafft! The power seems to be gone. Oh. 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 Die saufen überall Soda, diese... Soja-Kacke. Oh, kann ich gar nicht trinken. Komm, ich mach mal zu. Bevor der Robert Hausmeister sich beschwert. So. Da wir keine Passagierkarte haben, gehe ich mal von aus, dass wir unten nicht weiter können. Müssen wir wieder hoch. Warum ist hier kein Licht? So. Oh, auch Meierbecher. Im Meier. Ich morgen nehme ich drücke jetzt mal 1, 5, 5, 8. 1, 5, 7, 9. 2, 2, 93. Nein, auch nicht. Will's gar nicht. Oh, die sollte mal ein feuerlicher sein zum Monitor. So. Hier wird Schlüssel abgebrochen. Das hat nicht viel Sinn. Können wir den Schlüssel da hinten benutzen? Geh auf! Moment, wir haben doch Dynamit. So, ich hoffe, das geht gut. Nee, hat's was gebracht? Boah. Das sind anscheinend so Waffenschränke mit so einem ultra pornösen Schloss. Ups. Warte, nicht kaputt. I can't mend the key by hand. Ich kann diesen Schlüssel nicht per Hand zusammenfügen. Super. Was kannst du überhaupt? Außer Türen öffnen. Gut. Gehen wir... Oh. Mit der Power. Back. And I managed to get the magnet to attach the panel. Also ich habe meine Kraft genutzt, meine Jedi-Kräfte, um dieses kinetische Feld nach oben zu beugen, damit ich das Pad wieder benutzen kann. Und jetzt können wir da rein. Bis jetzt? What a stench. What is that? Die Lampe hat sich selbstständig gemacht. Caution is requiring snaking in leaning QE. Seems like a... Was? Oh. Hoho. Mir gefällt die Musik nicht. So, ich schließe erstmal hinter mir zu. Bleib zu. Oh, Batteries. 70% habe ich. Kennt ihr dieses beunruhigende Gefühl, wenn du nicht weißt, ob es jetzt eine gute Idee ist, rauszugehen? Flashlight? Gut. Bis auf die Pillen ist da nichts wirklich Wichtiges. Rennen wir hier drauf. Mir ist es lieber, wenn ich gerade mal was davor ziehe. Wer weiß, ob da jetzt was kommt, wenn er schon selber so ein ungutes Gefühl hat. So, Feuerlöscher. Ja, du auch. So. Weg da. Weg da. Ich brauche keine Autobatterien. Oh. Das ist zu verlockend. Natürlich hat das keinen Sinn. Oh. 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 Videokassettenplayer. Wofür ist der Raum gut? Hier liegt überhaupt nichts drin. Was ist das? Ist der Radiosender kaputt? Oh. Komm rein. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Was ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass Scheiße fliegen kann. Sehr lecker. So was wollte ich jetzt auch nicht sehen. Das hat vorhin die Jacke getragen. Da war mal ein modisches Stück Scheiße, mein lieber Freund.
with this. Vent tool for opening. Okay. Damit, um Schächte zu öffnen. Loading. Saving. Speichern ist nie gut. Nicht, hör auf rumzuspinnen. Das mag ich überhaupt nicht. It would not be a good idea to get any further than Steamer's pretty hot. Wieso ist das? Ist jetzt so eine gute Idee? So. Wofür brauche ich das Ding denn? Ich verstehe es nicht. I can't use the item here. Ja, super. Und wir haben hier auch nirgends einen Ventilator, in dem wir das Ding reinstecken können. Das heißt, gucken und rumexperimentieren. Wenn man hier nicht benutzen könnte, wo braucht man das dann? Oh. Okay. Hört ihr dieses Nebengeräusch oder hört das nur ich? Ich hoffe, das hört ihr auch. Na stopp, ich habe ja kein... Ich versuche jetzt mal, ob ich da irgendwas finde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das funktioniert nicht. Was haben wir denn in unseren Noten gefunden? Eine Nachricht von der Arbeit. Some doors need a passage card in addition to the code for the panel. A code is required for the fourth door in the first corridor, or perhaps I can find another way in. I found a little of a bottle might be of use later on. Either I get right off the steam on a second corridor or find another way to around it. Also ich habe keine Ahnung, was er will. Hat aber irgendwas mit dieser Brechstange auf sich. Und ich kann um die Ecken gucken, das ist schon sehr praktisch. Jedoch, mein Freund, habe ich keine Ahnung, was ich mit dieser komischen Konstruktion da soll. Das heißt, ich werde nochmal... Ach, scheiß drauf. Wir gehen nochmal bei unserem guten fliegenden Klumpen Stück Scheiße, oder wie ich es auch mal nennen soll, hin und gucken, ob wir da noch was finden können. Weil, etwa da, kann das nur ein Grund da sein. Oh, Lachgas. Oh. Oh, komm mal mit, ich brauche meine tägliche Dröhnung unterwegs. Der hat aber ziemlich viel Kraft in meinem Arm. What is this thing? The odor come from it's truly awful. Ekelhafte Sauerei. Ich weiß, das könnte jetzt eine scheiße Idee sein, aber... Wow. Hot steaming is peering out from the pipes. I cannot partially turn off somehow. Ja, wo drehe ich das denn jetzt aus? Was war das? Wirklich kompliziert. Verblüffend. So, das war's mit dem ersten Part von Let's Play Penumbra. Es ist noch nicht so viel Action gewesen, wie ich dachte. Gut, es wird gewiss noch kommen, weil Penumbra, so wie die Bilder aussahen, zumindest war es relativ krank. Und auf das Thema Gamescom zurückzukommen, ich bin Samstag mit einem Kollegen da, also ihr werdet mich, denke ich mal, nicht unbedingt antreffen, wenn würdet ihr mich nicht erkennen. Und den Sonntag bin ich so wie jetzt mit diesem coolen Lust auf eine offene Beziehung. T-Shirt bin ich da, ich habe diese Kappe auf. Das ist eine Captain America Kappe, wo hinten Winter Soldier draufsteht, diesen Tunnel und auch die Kopfhörer habe ich dabei. Warum ich die dabei habe, weil ich Musik unterwegs höre auf der Hinfahrt zu Gamescom, weil ich komme aus dem Westerwald
Und wenn ihr noch Fragen an mich haben solltet, alles klar, stellt mir die ruhig. Und ihr werdet mich schon finden, keine Sorge. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge Let's Play. Euer Caramel. Ciao. So, ich habe bis jetzt in keinem Horror-Game geschrien. Ich habe mich nur erschreckt und nie geschrien. Vielleicht wird dieses Game das mal ändern. Weiß man nicht. Robert, du hast eine Lunge wie ein Kettenraucher, der seit 50 Jahren schon am Qualm ist. Ich bitte dich, also ein bisschen was dadidadi. Das heißt nicht umsonst, Veni Vidi Vici, ich kam, ich sah, ich siegte. Wieder ist noch Veni Vidi Vata. Ich kam, ich sah, ich schrie. Oh, oh, oh. Es ist so unheimlich, der dunkle Wald. Oh, oh. Bis jetzt kam. Ich meine, ja gut, bis jetzt kam zwar schon zweimal der Wolf, aber wir haben ihn ja vorher gesehen. Macht das Ganze nicht ganz unheimlich. Und da wir relativ gescheit sind, oh, da hinten leuchtet was,